Der Tunnelanschlag am Kohlberg ist geglückt. Somit befindet sich auch ein weiteres Puzzleteil des Riesenbauprojektes Südumfahrung in der Bearbeitung. Was wir jetzt sehen, das ist die Hangsicherung. Da sichern wir eigentlich nur das Drumherum um den Tunnel. Und da, wo wir jetzt stehen, direkt vor der Tunnelanschlagwand, das ist eine sogenannte offene Bauweise. Da werden wir noch gar nicht bergmännisch vorangehen, sondern da bauen wir in offener Weise die Kuppel des Tunnels. Und an der Anschlagwand geht es dann in das Gebirge hinein. Wer dabei einen großen Knall erwartet hat, liegt falsch. Aufgrund der mürben Beschaffenheit des Gebirges sind die üblichen Tunnelsprengungen nicht möglich. Stattdessen müssen sich die Mineure, wie die Bergleute im Fachjargon genannt werden, mit Tunnelbaggern und Felsmeißeln voranarbeiten. Dazu tun wir 4 bis 6 Meter lange Anker ins Gebirge treiben. Die werden mit Zement verpresst, dass immer das vorlaufende Gebirge stabilisiert wird. Und dann holen wir in diesem stabilisierten Schutz, holen wir dann jeden Tag so 60 bis 80 Zentimeter Gebirge raus. Einige Rituale wurden dennoch beibehalten. So zum Beispiel jenes, dass jeder Tunnel eine weibliche Patin braucht. Eben jene ist wichtig, um den Bergleuten eine irdische Repräsentantin der heiligen Barbara, ihrer Schutzpatronin, zu geben. Mein Mann kam mit einer Anfrage nach Hause und dann habe ich eine Weile überlegt und habe gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Wer bei dem Namen Dulig stutzig wird, der irrt nicht. Susanne ist die Ehefrau von Sachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulig. Während der Bauzeit trägt der Tunnel nun ihren Vornamen und wird erst nach dem Bauende zum Kohlbergtunnel. Im Zuge ihres Amtes durfte die Ministergattin dann auch den ersten Stich in den Berg setzen. Ein komisches Gefühl, wie sie nachher bekennen musste. Wir haben es ja vorher probiert, aber da haben wir nur versucht, das in Position zu bringen. Das eigentliche Anbohren haben wir jetzt wirklich live gemacht. Und als die Maschine nach hinten zurückging, das war schon etwas merkwürdig, aber spannend. Aber ich möchte es nicht ständig machen müssen. An der Südumfahrung, die einmal mit einer Länge von 3,8 Kilometern den Autobahnzubringer mit der B172 auf dem Sonnenstein verbinden und die Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten soll, wird bereits seit August 2017 gearbeitet. Das Großprojekt stößt jedoch nicht überall auf Wohlwollen. Also ich sehe das Projekt sehr, sehr kritisch, denn in modernen Staaten, da tut man alles dafür, dass quasi was getan wird für Radfahrer und für die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs. Und bei uns, da baut man immer noch Verkehrsprojekte der 90er Jahre und zwei Pfaffen weinen das dann ein. Das ist aus meiner Sicht keine moderne Politik. Hier werden mehrere Naturschutzgebiete sehr stark zerstört, also das Seidewitztal, der Kohlberg, die Viehleide. Gewiss sind die Bedenken, die der Naturschutzbund nennt, nicht ganz von der Hand zu weisen. Jedoch, und das betont Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke nachdrücklich, sei die gewählte Tunnelbauvariante explizit auf einen möglichst hohen Grad an Naturschutz angepasst. Wir wollten hier ganz bewusst keinen offenen Einschnitt durchlegen. Und das Gesamtprojekt, denke ich, ist die große Erleichterung, die im Durchgangsverkehr in Pirna entstehen wird und im Vorfeld, also bei der Beurteilung dieses Gutachtens, sind alle Verbände entsprechend mit angehört worden. Zudem finden seit Ende August wieder die Bürgersprechstunden statt, in denen Fragen, Bedenken und Wünsche der Pirnaer vorgetragen werden können. Der Tunnelanstich ist ein weiterer Schritt auf dem weiten Weg zur Fertigstellung der Südumfahrung. Die Freigabe der rund 42,6 Millionen Euro teuren Strecke ist für 2023 geplant.